So, servus Freunde, wir sind zurück. Nächste Shisha-Messe, Intertabak in Dortmund, eine B2B-Messe. Gibt aber trotzdem ein paar coole Sachen drin und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Wir sind in die Halle gegangen, Intertabak sind irgendwie 7, 8 Hallen und Shisha-Tabak ist eine kleine Süße, aber Intertabak ist viel mehr. Also Tabakproduktion, Zigarren, Zigaretten, Vape, alles Mögliche. Es ist halt komplett Intertabak und nicht nur eine Shisha-Messe, aber es gibt wie gesagt eine Shisha-Halle. Da sind wir gerade reingelaufen und hinter mir haben wir schon den Blackburn-Stand und ich habe gehört, da soll es 2 neue Sorten geben. So, bei Blackburn sind hier die 2 neuen Sorten an. Allerdings wird bei beiden nicht gesagt, was es sein soll. Ich weiß auch wirklich nicht, was da kommt. Wir probieren einfach mal. Auf jeden Fall hier auf schönen El Bomber Igla, Cosmo Bowl oben drauf. Und die sollen sehr frisch sein. Hoffen wir einfach mal, dass das Fazit dann passt. Probieren wir mal. Gut, also Rauchentwicklung ist nicht so krass. Geschmack ist trotzdem ein bisschen da. Schmeckt lecker. Fruchtig, leichte Kühle. Aber was das sein soll, keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Könnte ich nicht sagen. Könnte ich wirklich nicht sagen. Lecker, aber no idea. So, dann nehmen wir uns noch den zweiten Flavor hier. Der sifft auf jeden Fall schon krass auf den Kohleteller. Der ist an. Das ist safe ein grüner Apfel. Safe. Vielleicht stehen dafür auch schon die Farben. Das ist safe ein grüner Apfel, Alex, oder? 100%. Sag was. Kein Kommentar. Das ist ein grüner Apfel. 100 pro, Digga. An was soll ich denken? Was Gutes. Er hat gesagt, ich soll an den alten Eisapfel denken. Jetzt will er es nicht nochmal verraten. Safe ein grüner Apfel. Also, dann habt ihr es hier als erstes gehört. Grüner Eisapfel. Weil der Marvin das nicht rausschmecken konnte, muss ich ja natürlich ran. Und dementsprechend gehe ich jetzt und probiere den mysteriösen neuen Blackburn. Das kann schon Wassermelone sein, ne? Oder? Ja. Das ist Wassermelone. Aber eine ganz merkwürdige Wassermelone, weil sie absolut nicht süß ist. Ja. Und es ist Wassermelone. Halt ohne dieses süße, zuckrige, was man halt normalerweise kennt, sondern eher so, ja, keine Ahnung, irgendeine Wassermelone. Das sind die 2 neuen Blackburn-Flavor. Weiter geht's. So, als nächstes gehen wir zum Adalia-Stand. Der ist gewohnt riesig und hier auch direkt um die Ecke. So, wir sitzen jetzt bei Adalia. Wir haben schon ein paar Infos bekommen. Und zwar gibt es einen neuen Himbeere-Flavor und, ich hatte traurige Nachrichten, der Black and White wird eingestellt. Den fand ich eigentlich immer ziemlich geil. Den gibt es jetzt wohl aber leider nicht mehr. Dafür gibt es einen neuen Traubenminze. Den haben die auch schon dabei. Der wird uns gerade zubereitet. Das heißt, wir werden gleich ein schmackhaftes Köpfchen rauchen. Und andere gute Nachrichten, die angeteasert wurden. Adalia Black kommt zurück. Das soll wohl so irgendwas um die 5 Euro, konnte ich hier aus den Adalia-Jungs rauskitzeln, kosten für 25 Gramm. Also der Standardpreis für Dark Blend, ne? Ungefähr so ein 5er, 25 Gramm. Und ist wohl in der Finalisierung, sollte also nicht mehr so lange dauern. Das haben wir aber schon häufiger gehört in der Shisha-Szene. Aber die arbeiten auf jeden Fall dran. Das sind doch auf jeden Fall gute Nachrichten. Und gleich gucken wir noch, wie der neue Traube ist. Wir haben jetzt unsere Pfeife bekommen, ist leider Kamin-Setup, aber geschmacklich kann man trotzdem was zu sagen. Ich habe auch einfach noch den René genötigt und den Kindern genötigt, jetzt spontan mitzumachen. Ich ziehe nochmal, dann gebe ich den Schlauch ab. Also die schlechten Nachrichten sind, Black and White gibt es ja nicht mehr. Aber für mich ist der neue Traube eine Mischung aus Black and White und einer Traube. Also er hat schon noch ein bisschen was von dem Black and White. Also Leute, die den Black and White gemocht haben, die werden mit dem, denke ich, nicht traurig sein. Oder die werden nicht traurig sein, dass der Black and White weg ist, weil der immer noch ein bisschen was davon hat. Oder? Ja, du hast halt so diese anfangs herbe Note vom Black and White, finde ich. Aber irgendwie so ein bisschen mehr Süße im Abgang im Vergleich. Also mir persönlich schmeckt der besser, weil ich teilweise durch diese Anfangsnote den Black and White manchmal so ein bisschen flach fand. Und jetzt finde ich das Ganze runder vom Geschmacksbild her. Fragen wir nochmal den Kenzo. Kenzo und Renzo, ist das ein Ding? So, gucken wir mal, was noch der Kenan sagt. Hast du noch nicht probiert bis jetzt? Erster Zug? Hast schon geraucht? Ja. Angenehme Geschichte, ne? Finde ich gut. Pure Begeisterung von Kenan. Bestes Tabak-Review jemals. Nee, aber der Traube kann auf jeden Fall was. Die Himbeere ist, wie gesagt, auch noch neu. Die müssen wir uns dann aber wann anders angucken. Jetzt machen wir erstmal weiter. So, wir sind neben dem Adalia-Stand jetzt bei True Passion. Und bei True Passion haben wir auch was sehr Cooles gesehen. Und zwar die Remix-Variante von True Passion. Das ist ein weiterer 2-Komponenten-Tabak, aber der geisteskranke Hammer ist, die 65 Gramm Pfeifentabak kosten 13,90 Euro. 14 Euro plus Glycerin,
für 200 Gramm Tabak ist eine geisteskranke Kampfansage. Die haben gesagt, der kommt jetzt auch am Montag raus. Es sollen alle True Passion Sorten geben. Und im Moment gibt es schon 15 verschiedene. Wir haben hier jetzt den Cinderella, wir haben den Pimi, wir haben Le Chill, wir haben Vampire Nights, den habe ich früher geliebt, Vampire Nights, da hatte ich sogar Kilos von. Ocolom natürlich, Arctic Lime kennt auch noch jeder und Ringelrange kennt, glaube ich, auch jeder. Keine Ahnung, ob die gut sind, keine Ahnung, ob die taugen, aber 14 Euro ist auf jeden Fall eine geisteskranke Kampfansage. Das ist 3 Euro günstiger als Mixtu und 4 Euro günstiger als Fuck Your Law. Also wenn der ansatzweise taugt, dann hätten wir einfach 15 Euro für 200 Gramm. Das wäre nicht nur, dass wir die 25-Gramm-Regel loswerden, sondern das wäre literally so günstig wie Shisha-Tabak 2015. Also absolut insane. Werde ich auf jeden Fall probieren. Hoffen wir, dass er genauso gut ist, wie er verspricht. Wir haben noch was Neues bei True Passion gefunden. Und zwar gibt es jetzt hier auch einen Herbal-Mix. Könnte man ja denken, das ist einfach Zellstoff. Das ist aber tatsächlich Zuckerrohr, was da benutzt wird. Und sieht dann ungefähr so aus. Also so sieht das Ganze aus. Zuckerrohr sieht trotzdem relativ zellstoffähnlich aus, würde ich sagen. Kostet für 20 Gramm 4 Euro. Nicht günstig, aber für Leute, die keinen Bock auf Nikotin haben, vielleicht was Nices. So, jetzt sind wir noch bei O's. Da haben wir auch die 25-Gramm-Packung, die ich noch nicht gesehen habe. 25 Gramm für 4 Euro und einige Sorten noch am Start. Aber ansonsten viel Vapes auf dem Stand. So, hinter uns sind noch Cocoyaya, hier rechts von mir kommt gerade noch 7 Days. Links haben wir noch Smoker, aber auch sehr viel mit Vape dieses Jahr bei Smoker. Jetzt gehen wir mal weiter, weil da hinten kommen auf jeden Fall noch ein paar interessante Stände. So, jetzt sind wir noch bei Aeon. Bei Aeon gibt es an sich nichts Neues. Wir haben die Spectre, wir haben die Edition 5, die hier rumstehen. Und da drüben ist wahrscheinlich das neueste und aktuell interessanteste Produkt von Aeon. Und zwar der Nevo, der ja jetzt an die ersten Leute verschickt wird. Timo, wie ist denn der Versandstatus bei dem Nevo? Es geht gerade ein bisschen langsamer als gewünscht, weil ich die Geräte alle noch selber per Hand zusammenbaue. Weil und ihr habt noch auf Schrauben gewartet oder sowas? Katastrophe. Wie kann eine Firma wie Würth einfach mal 6 Tage länger brauchen als vereinbart? Aber gut, mein Fehler muss man halt im Voraus geklärt haben. Gebe ich zu und tut mir auch sau leid, aber also wir nehmen uns tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit für den Zusammenbau als ursprünglich erwartet, weil ich will 100%ige Qualität haben. Das geht nur, indem ich jeden Nevo einmal durchlaufen lasse, das Heizelement nochmal ausbaue. Das heißt für die Leute, jeder Nevo, der rausgeht, ist einmal von dir getestet. Aber nicht geraucht, also ausgebaut und dann wird, also der wird praktisch zusammengebaut laufen gelassen, dann wird das Heizelement nochmal ausgebaut, nochmal überprüft und dann geht er raus. Also sprich, die sind alle 100% durchgetestet, weil sollte jetzt jemand zum Beispiel mit der Performance noch ein bisschen Probleme haben, wegen Kopfbau oder ähnliches, will ich einfach ausschließen, dass es am Gerät liegt. Ja. Dementsprechend kann man halt am besten zweimal mehr prüfen und dann den Leuten zur Hand gehen beim Kopfbau, anstatt zu sagen, ja, nö, passt schon so. Und das heißt, was fehlt jetzt noch für den Versand? Weil ich habe bei mir in der Hausherren-Telegram-Gruppe rausgehört, das Versandlabel habt ihr teilweise schon erstellt. Wann können die Leute damit rechnen, dass sie rausgehen? Heute sind die, glaube ich, also ich habe so die ersten 10 Nachrichten gekriegt, die sind heute schon angekommen. Also die. Ach geil, sind jetzt weg. Okay, cool. Also die ersten sind weg. Wir haben aber 60 Versandlabel gedruckt und ich habe nur 52 Nevos weggebracht, weil mir 8 Stück leider beim Testen kaputt gegangen sind. Okay, aber besser als, dass die Leute die bekommen haben und dann gehen die denen kaputt. Genau. Es ist natürlich nur doof, weil die Kunden oder die Leute sehen jetzt, geil, ich kriege den und dann dauert es jetzt 2 Tage länger. Aber am Montag gehen die restlichen 150 raus und dann sind alle 200, die vorbestellt sind, sind ausgeliefert. Alle Vorbesteller sind dann raus? Genau. Also es kann sein, dass 1 oder 2 Leute, die jetzt gerade bestellt haben, noch ein bisschen länger warten müssen. Aber wir bekommen in der nächsten Woche nochmal 300 Stück und dann hoffentlich wöchentlich in dem Takt weiter. Geil, sehr stark, Dankeschön. So, wir sind bei Hukamonk, unsere Freunde aus Tschechien. Und vom Prinzip her kennt ihr die Dinger ja schon, ne? Habe ich ja schon Video zugemacht und alles drum und dran. Aber das hier ist eine neue Version davon. Geisteskranke Änderung hier hinten dran. USB-C. Das Ding läuft mit einem USB-C-Stromkabel. Was auch bedeutet, was am anderen Ende vom USB-C-Kabel ist, ist egal. Das könnte auch eine Powerbank sein. Das heißt, wenn das Ding taugt und in Zukunft funktioniert, dann könnten wir mit einer USB-C-Powerbank überall mit dem Hukamonk rauchen. Und das wäre geisteskrank. Aber es ist leider nicht an. So, jetzt sind wir bei Anima. Die haben wir auch schon in Frankfurt gesehen. Sehr besondere Pfeifen. Es gibt 2 Modelle, einmal Lotus und einmal die Originale. Da seht ihr die Originale nochmal andersrum. Gibt es in verschiedenen Farben. Licht ist integriert, einfach ein saubesonderes Design. Ich habe schon überlegt,
die würde sich eigentlich saugut in meinem Wohnzimmer machen. Es gibt nur ein Problem, was ich bei den Pfeifen sehe, und das ist der Preis. Die sind schon sehr teuer. Also die kostet so ungefähr 1,2, 1,3 und die kostet ungefähr 1. Das ist schon ziemlich teuer, aber optisch sind die halt schon was Leckeres, ne? Und wenn man die dann mit Medius vergleicht, die nochmal deutlich teurer sind, dann ist es vielleicht eine etwas erschwinglichere Alternative als Medius. Aber so viel Geld für die Pfeifen ausgeben, ich weiß es nicht. Aber ich hab sie geraucht, die hat einen geisteskranken Durchzug, super, super offen. Ich glaube, die könnte sogar noch die Hookah-Merse schlagen. Die hat einen sehr angenehmen Durchzug und die Materialien sind halt cool, ne? Die hat außen so einen silikonartigen Lederbezug und das Glas ist aus Tschechien. Teilweise haben die auch Porzellan und das Porzellan ist dann auch aus Tschechien. Also sehen auf jeden Fall geisteskrank cool aus. Nur das eine kleine Problem mit dem Geld bleibt. Wir sind noch am Stand von Smokol und die haben einen interessanten EHMD, in dem literally ein Mini-Kohleanzünder am Start ist. Das heißt, da ist einfach eine riesige Heizspirale. Ich könnte da jetzt einfach meinen Finger reinstecken und mich geisteskrank verbrennen. Da ist nicht viel Technik hinten dran. Wir haben nur dieses kleine Ding und das geht instant in die Steckdose. Das heißt, auch so mit CE und so muss man mal gucken. Allerdings habe ich irgendwas von einem Preis von 20 Euro gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt Großhandel ist, Einzelhandel, keine Ahnung. Wir nehmen mal einen Zug. Ich weiß auch nicht, wie die jetzt einen Kopf gebaut haben und so, ne? Aber wir probieren mal. Also auf jeden Fall Doppelapfel drin. Ich weiß nicht, wie lange der Kopf läuft und wie die den gebaut haben. Rauchentwicklung ist auf jeden Fall mies gerade. Aber wie gesagt, könnte auch sein, dass der irgendwie schon 3 Stunden an ist, der Kopf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr interessantes Konzept. Ob das in Deutschland erlaubt ist, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich es mir angucke, aber interessant zu sehen, dass da auf jeden Fall mehrere Leute dran sind. So, also wir wurden jetzt gerade zu der anderen Station hier geschickt, weil der besser laufen soll. By the way, er hat mir eben gesagt, Preis soll ungefähr 35 Euro sein. Das ist auf jeden Fall eine geisteskranke Kampfansage bei dem Preis. Wie gesagt, ob das überhaupt machbar ist, das so in Deutschland zu verkaufen, bezweifle ich gerade noch ein bisschen. Sicher ist das auf jeden Fall nicht, aber es sieht cool aus und hier war die Rauchentwicklung auch besser, die testen wir jetzt nochmal. Bisschen kratzig, aber Rauchentwicklung ist geil. Geschmack kommt gut, ich könnte aber nicht sagen, ich glaube, da ist auch ein Doppelapfel drin. Oder da wurde auf jeden Fall den ganzen Tag nur Doppelapfel drin geraucht. Interessant auf jeden Fall zu sehen, dass da auf jeden Fall günstige Alternativen in der Mache sind. Ob man die irgendwann legal auf dem deutschen Markt kaufen kann, werden wir wohl sehen. Aber cooles Ding. Ich habe da gerade ein paar Insights bekommen. Also wir sind bei Brusco. Brusco gibt es ja schon 6 Sorten auf dem deutschen Markt. Aber er hat eben versprochen, dass wir jetzt die nächsten 4 auch verraten bekommen. Habe ich das versprochen? Ich habe nichts gehört in dieser Hinsicht. Es kommen 4 auf jeden Fall, die auch sehr interessant sind, meiner Meinung nach, auch die dir gefallen könnten. Die mir gefallen könnten. Und was wäre denn so ungefähr mein Geschmack? Vieles. Zum Beispiel? Du bist ja sehr weit gefächert von deinen Flavern, die du mir rockst. Ja, und um das ein bisschen einzugrenzen, du könntest ja einfach mal so 4 nennen, die mir gefallen. 1 ist auf jeden Fall was Saures, was du magst. Zitrone? Nein. Also nicht, es ist nicht dieser klassische Sauer. Ich finde fies, ne? Können wir nicht ein bisschen mehr aus dir rauskitzeln? Kitzeln? Ich bin nicht kitzlig, das ist es. Kannst du versuchen. Also, 4 neue Brusco-Sorten. Was bekommen wir anscheinend nicht verraten? Vielleicht müssen wir den Eugen noch ein bisschen in die Mangel nehmen. Vielleicht verrät der uns noch was. So, also die 6 Sorten von Brusco, die wir in Deutschland schon kennen, sind Raspberry, Apfelstrudel, Pingo Straw, das ist der Ananas-Mango-Erdbeere, der läuft auch übrigens gerade hier. Der App Kiwi, der Kommi und der Scream Car, also cremiges Karamell. Meine 2 Favoriten, absolut der Apple Kiwi und der, ich sag Mango, für mich schmeckt der auch am meisten nach Mango, aber offiziell ist es Ananas, Mango und Erdbeere. Für mich ist das ein saustarker Mango-Flavor. Ja gut, Ananas ist auch schon gut dabei. Die Erdbeere geht ein bisschen unter. Als abrundende süße Note noch mit vorhanden. Aber die 2 Sorten, also der Pingo Straw und der App Kiwi, geisteskrank für mich. So, jetzt sind wir noch bei Aladdin. Aladdin, kurz rüber gucken, aber da haben wir auf jeden Fall nichts Neues gesehen an Pfeifen und Co. Deshalb gehen wir zum nächsten Stand. So, wir sind jetzt noch bei Nameless und da haben wir was Interessantes entdeckt. Wir haben auch schon mal nachgefragt, aber es sind erstmal nur Prototypen. Und zwar liegen hier so ein paar schöne kleine Dosen. Und da erkennt man schon direkt an den Warnlabels und vielleicht auch an dem Aufdruck mit 135,65, um was es sich da handeln könnte. Also Nameless auf jeden Fall der Gedanke, so ein 2-Komponenten-System zu machen, ist anscheinend da. Wann, wissen wir nicht, preislich, wissen wir auch noch nicht genau. Aber wenn es dann irgendwann kommt, sagen wir Bescheid.
So, jetzt sind wir noch bei Afsal. Die haben hier schon mal drei schöne Köpfchen mit der Strongline an. Strongline müssen wir aber kurz erklären. Dafür gehen wir einmal kurz hier rüber. Und zwar, ja, Digga, ich dachte, da wäre eine Stufe. Also, Afsal bringt eine Strongline und die Strongline unterteilt sich aber nochmal in unterschiedliche Stärken. Und zwar gibt es den Regular, also ein eher milder Dark Blend, den Extra, einen normal starken Dark Blend und nochmal den Extreme, also einen noch stärkeren Dark Blend. Jetzt fragen wir mal die Jungs, wie viele Flavor da kommen, welche es schon gibt und probieren auch mal die ersten durch. Hallo Herr Schischmott, wir hätten da eine Frage. Wie viele Flavor kommen denn auf der Darkline? Wir haben 4 Flavor. Und dabei bleibt es auch erstmal, oder? Erstmal, es kommen noch mehr, aber da will ich noch nicht so viel drüber erzählen. Und welche ist die, die hier jetzt noch fehlt? Wir haben jetzt hier Pfirsich und der fehlt, der Tropical Explosion fehlt noch. Der ist jetzt gar nicht. Den hatten wir aber vorher schon probiert, weil wir haben schon mal so eine Hallo-Runde gedreht, ohne zu filmen. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt einfach mal die Flavor durch. Hier haben wir gerade an den Bombay Nights. So, das ist der Bombay Nights. Oben drauf steht immer die Stärke, das ist jetzt der Regular, also eher der mildere. Alles hier übrigens mit den Alpha Hookah Model S, aber alle, oh nee, X haben wir auch. Und in der Afsal Edition, nice. Also jetzt probieren wir den Bombay Nights. Bombay Nights, eine Gewürzmischung mit noch einer Kühle dabei, sehr besonders. Für mich persönlich eher was zum kleiner Touch reinmischen, dann wird es aber geisteskrank besonders. Kann man aber auch so zum Probieren mal pur rauchen. Gut, dann gucken wir da gleich nochmal nach der Rauchentwicklung. Geschmack ist aber auf jeden Fall schon mal geil. Gucken wir mal nach dem nächsten. Den habe ich noch gar nicht probiert. Das ist der White Beach, also ein White Peach, I guess, also der Pfirsichtabak. Und der ist jetzt in der Extreme Line, also die stärkste. Haben wir da dann Extra? Nee, auch Extreme. Okay, also die beiden sind aus der stärksten Line für den Dark Blend. Und den Pfirsich habe ich noch gar nicht probiert, aber den probieren wir jetzt einfach mal zusammen. Und wenn man vorher den Regular geraucht hat und dann an dem Extreme zieht, merkt man sofort viel, viel mehr Druck in der Lunge. Nicht negativ, aber ist halt ein starker Dark Blend. Da sollte man auch mal was in der Lunge merken, von daher gut. Pfirsich ist nice. Der Pfirsich ist sehr nice. Und das als starker Dark Blend? Stark. Hast die schüttelt hinter der Cam im Kopf. Also genau wie es draufsteht. So, dann probieren wir gleich noch den nächsten, aber Einzug will ich noch. Wir sind doch anscheinend direkt vor dem Kopfwechsel gekommen, ne? Ungünstig, aber gut, so ist das auf der Messe, ne? So, und dann haben wir hier noch den ICLT, das ist der Zitrone, ne? Ja, dann haben wir hier noch den Strong, Afsal Strong ICLT, also ein Zitrone-Tabak in der stärksten Line vom Dark Blend. Und der hat fast noch mehr Druck. Ist eine relativ neutrale Zitrone, ne? Nicht so süß, ne? Ein bisschen herber, ja? Erinnert so ein bisschen an Zitronenabrieb, weißt du, was man immer im Kuchen hat? Was dann so den Zitronengeschmack gibt. Aber geschmacklich auch geil. Aber der Pfirsich wäre auf jeden Fall mein Favorit. Und den, wie heißt der andere nochmal? Tropical Explosion. Tropical Explosion, ja. Den hatten wir auch noch probiert. Ja, aber sehr nice, dass wir immer mehr Dark Blend in Deutschland kriegen. Stark. Schleichen uns jetzt einfach mal hier noch zu Revoshi, schnappen uns gleich den Hüseyin und fragen ihn einfach mal, moin. Was habt ihr denn Neues? Gibt's was du uns erzählen möchtest? Komm vor, ich zeig dir. Bist du am Humpeln? Fußball? Anscheinend nicht so gut gewesen, ne? Die anderen waren nicht gut, weil die gefoult haben. Der kann gar nicht laufen jetzt, ne? Also hier haben wir jetzt halt... So, das heißt, ihr habt jetzt 6 Darkblend-Sorten am Start. Den Shuffle kennen wir ja schon aus Frankfurt. Und dann habt ihr noch andere Sorten. Genau. Hier, da siehst du es. Rampel. What's my name? Kennst du aber, ich glaube, du hast ihn noch nicht probiert. Float like Butterfly, Stick like Bee, Robadop und Shuffle kennst du ja. Ja. Also meistens sind hier also neu, also bei dem Dark Blend. Okay. Und was kostet der Dark Blend? Also es ist ganz gleich Bandrolle, wir haben gleich gemacht. Bei 25 Gramm sind es immer noch bei 4 Euro. Das ist stark für Dark Blend. Also wir haben jetzt nicht extra für Dark Blend einen extra Preis gemacht. Ja, ist geil, weil viele machen das ja. Geil, auf jeden Fall stark für die Leute. Können wir davon auch hier schon was probieren? Ja, natürlich. Also Was wollen wir rauchen, Hasti? Ich brauche nicht zu fragen, weil du bist doch selber aufbauen. Sollen wir selber bauen einfach? Du brauchst selber. Komm, wir bauen schnell Köpfchen. Warte, was rauchen wir denn, Hasti? Was willst du denn gerne rauchen? Kirsche und Waldfrucht. Das heißt, float like a butterfly. So, wir wurden wundervoll empfangen, habt ihr gesehen. Wir haben jetzt Köpfe gebaut. Es gibt allerdings keine normalen HMDs. Und das heißt, seit 100 Jahren musste ich mal wieder mit Alufolie bauen. Ob das was wird, werden wir euch gleich sagen. Aber die Köpfe sind geil. Guck mal, die sind Revoshi und
Gaia, aber die sind übel massiv. Zwar ein riesiges Depot, aber dafür relativ flach. Und jetzt haben wir noch einen leckeren Chai bekommen und jetzt Pfeife. Ja, angenehme Geschichte, ne? Finde ich gut. Wir haben da gerade noch was hier gesehen. Ist das etwa der Teaser für das nächste Zwei-Komponenten-System? Wir fragen nach. Wir sneaken uns hier einfach kurz rein. Und da ist nochmal der Herr Schischmott. Herr Schischmott, wir haben da noch was Verblüffendes gesehen auf Ihrem Plakat da draußen. Was haben Sie denn gesehen? Da war sowas hier mit so Molasse, Glycerin und so Tabak. Ist da etwa... Ich habe gehört, da könnte was kommen, aber mehr darf ich dazu leider nicht sagen. Also ist geplant, aber noch nicht mal gucken, ready. Mal gucken, ob da was in die Richtung auf den deutschen Markt kommt. Wir testen es noch. Okay, also ganz, ganz Anfangsphase, ja. Aber wäre eine Überlegung. Überlegt wird es, aber ob es dann hinkommt und es gut genug ist, ist halt die Frage. Okay, gucken wir mal. Wäre geil. So, wir sind jetzt nochmal in die anderen Hallen gelaufen, weil Intertabak ist viel mehr als nur Shisha-Tabak. Wie ich am Anfang gesagt habe, das sind 8 Hallen und eine kleine ist für Shisha. Aber es gibt sehr viel mehr und da gucken wir nur mal kurz durch. Ne, zum Beispiel gibt es ja auch so Sachen, das heißt einfach Rohtabakhersteller, die das hier für den Großhandel einmal verkaufen wollen. Zum Beispiel. Ne, hier ist zum Beispiel der normaler Pfeifentabak. Also sowas wie Mixtur und Fuck Your Law. Ne, also wirklicher Pfeifentabak für die klassischen Pfeifen, wie man da drüben sieht. Genau, so Pfeifen eben. Ne? Und was natürlich auch nicht fehlen darf, wenn wir um Tabak reden, Zigarren. Gibt es ja auch in Hülle und Fülle. Und was man auch auf jeden Fall merkt, die Präsentation in den anderen Hallen, ziemlich on point. Und was natürlich zwischendrin auch nicht fehlen darf, ist eine kleine Stärkung. Deswegen gibt es jetzt erstmal eine Currywurst. So Freunde, das war der Tag auf der Intertabak. Ein paar kleine, coole Eindrücke für euch. Interessante neue Produkte. Der Zwei-Komponenten-Markt wird auf jeden Fall gepusht. Ansonsten war es nicht so riesig, aber ist Intertabak eigentlich nie. Cool, alle zu sehen, viele coole Gespräche und viele coole Infos, die hoffentlich in der Zukunft zu coolen Videos führen. Aber so viel erstmal zum ersten Eindruck von der Intertabak.